lass den Trunk herum nur gehen. Kein Becher soll bei dich bloß stehen, so wird der Becher dann gar leicht von Gast zu Gast herumgereicht. Doch tu alles mit viel List, weil solches hoch, hoch, hoch zu loben ist. Denn wer dem Schalk wohl dienen kann, gilt jetzt als rechter, weiser Mann. Beim Zechen halte ich daran, trink Bier allein. Das nährt den Mann. Den anderen aber hilft dabei, dass Wein und Bier zusammen sei. Weil ja ein Trunk viel stärker wirkt, ist die Mixtur nur streng verbirgt, so machst du sie randvoll geschwind, dass sie nicht wissen, wo sie sind. Wird so daraus ein wüstes Zechen, soll es nicht deine Grobheit schwächen? Willst du den Gästen gnädig sein? Gib ihnen auch den puren Wein.